Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende, ich möchte die heutige Vorlesung mit einer kurzen Rekapitulation beginnen, nur um sicherzustellen, dass wir alle mehr oder weniger noch im selben Boot sitzen. Erinnern Sie sich daran, dass Heidegger es für notwendig hielt, den Begriff des Daseins einzuführen, da sein Lehrer Edmund Husserl noch von dem Ziel ausging, einen transzendentalen Subjektbegriff zu entfalten. Das heißt, überspitzt formuliert, Husserl arbeitete an einem Subjektbegriff, der quasi von der Außenwelt unbefleckt bleibt und, pointiert gesagt, einen Kopf ohne Welt übrig lässt. Zu Husserls eigenem Schrecken brach jedoch Heidegger mit diesem Projekt. Heideggers Ziel wird stattdessen ein ganz anderes sein, nämlich diesen Kopf ohne Welt als eine unbewusste Fantasie eines angeblich seinsvergessenden Denkens zu offenbaren. Und dabei geht er unter anderem auf die Antike zurück. Aber ein Ziel von ihm ist auch, die Grenzen zwischen Mensch und Welt so zu destabilisieren, dass das Dasein ganz bewusst seiner Fähigkeit beraubt wird, sagen zu können, wo es aufhört und wo die Welt beginnt und umgekehrt. Oder wo das Sein beginnt und umgekehrt. Ziel dieser Destabilisierung ist also aber nicht, den Menschen zum Kollateralschaden der Evolution zu erklären, sondern seine existenzielle Abhängigkeit von einem anderen zu erkennen, einem anderen jetzt mit großem A geschrieben, das er nie beherrschen wird. Heidegger zufolge haben besonders die vorsokratischen Philosophen Parmenides, Anaximander und Heraklit auf diese Spannung hingewiesen, die natürlich auch Teil dessen ist, was Heidegger die ontisch-ontologische Differenz nennt, als eine, die dem Menschen eigene Form der Existenz. Statt also ein Subjektverständnis zu entwerfen, das von einem reinen Intellekt ausgeht, entwirft Heidegger eine Philosophie, die über das Gefühl des Lebens und das Geworfensein in immer überdeterminierten Prozessen historischer Bedeutungsgenesen reflektiert. Dasein ist, das haben wir in der letzten Vorlesung gesehen, in der Welt sein. Das klingt erstmal harmlos und ein wenig nach Yin-Yang-Harmonie, aber radikaler ausgedrückt bedeutet es so viel, dass wir nur deshalb Menschen sind, weil wir uns an einer harten Schale der Außenwelt abarbeiten, die wir nicht existenziell absorbieren können, weil da eben immer ein anderes ist, zu dem wir uns verhalten. Auch deshalb ist die Welt nichts, von dem sich ein transzendentales Ego im Sinne Husserls abgrenzen könnte. Die Welt als Teil des Seins hat ein rückhaltloses Eigenleben, das sich unseren Plänen widersetzt. Oder anders gesagt, wenn man schon von einer Differenz zwischen Subjekt und Objekt sprechen möchte, dann sollte man aber nicht vernachlässigen, dass diese Differenz selbst den Menschen nur als Erscheinung begegnet oder selbst nur eine Erscheinung ist. Und auch, dass eigentlich diese Differenz zwischen Subjekt und Objekt auch etwas Traumatisches hat, eben weil wir in dieser Spannung einer ontisch-ontologischen Differenz leben, sie nicht positivistisch, naturalistisch auflösen können, sondern immer auch aufgrund der traumatischen Erfahrung der Nichtauflösbarkeit auf uns zurückgeworfen sind, auf uns und auf unsere Entwürfe dann wieder neu in die Welt hineinzutreten. Gerade damit untermalt dann Heidegger sein zentrales Anliegen, nicht einfach in seinem Buch Sein und Zeit eine Subjektphilosophie zu entwerfen, so wie man sagen könnte, dass Kants Kritik der reinen Vernunft neben einer Erkenntnistheorie natürlich auch eine Subjektphilosophie ist, sondern eigentlich Heideggers Anliegen ist, eine Subjektphilosophie mit Bezug auf eine innere Sperre zu thematisieren, eine existenzielle und nicht nur erkenntnistheoretische Sperre. Man könnte ja bei Kant sagen, naja, Kant ging es auch um die Offenlegung einer erkenntnistheoretischen Sperre, nämlich das Ding an sich, an das wir nicht herankommen, dass wir immer wieder mitdenken müssen, wenn wir davon ausgehen, dass wir tatsächlich nur einen Bezug zur Erscheinung haben. Heidegger möchte auf eine andere innere Sperre Bezug nehmen, nämlich eine existenzielle, das eigene Verhältnis zur Welt nicht positivistisch irgendwie auflösen zu können. Ein Fehler der sogenannten westlich-metaphysischen Tradition, auch wieder ein sehr großes Wort, in der Regel entdeckt man dann, dass es diese Tradition so wirklich gar nicht gibt, aber egal. Man muss immer auch vereinfachen, um etwas klar zu bekommen, um dann nachträglich zu erkennen, dass das auch wieder nicht stimmt, aber egal. Also ein Fehler der sogenannten westlich-metaphysischen Tradition lag ja ihm zufolge, also Heidegger zufolge, darin, die Frage nach dem Sein eher als eine naturwissenschaftliche Frage auszulegen. Also das Sein oder die Grundstrukturen in dem Sinne auszulegen, wie die Dinge in Raum und Zeit sind.
Heidegger möchte aber einen Begriff des Seins rehabilitieren, der dieser Dichotomie von Subjekten hier und der Bereich der Erfahrung dort vorausgeht. Und das ist übrigens ein Projekt, dem sich dann viele Autoren anschließen werden, unter anderem Emmanuel Levinas, bis zu Jacques Derrida, auf den wir am Ende dieser Vorlesung nochmal zu sprechen kommen werden. Noch einmal zu veranschaulichen besagt, also Sein darf dann aber weder im Sinne einer Position, die man stark verkürzt einen metaphysischen Realismus nennen könnte, denken Sie an Platon, ein Metaobjekt sein, das von Gott oder von den Göttern oder von den platonischen Ideen regiert wird und die Historizität unserer Welt des Werdens und Vergehens in eine Unterwelt degradiert. Also das möchte Heidegger nicht. Das wäre im gewissen Sinne auch wieder klischeehaft klassische Metaphysik. Also gibt eine ahistorische Wirklichkeit wie ein Metaobjekt. Da sind die Götter und die Ideen. Das darf es nicht sein. Sein darf aber auch nicht im Sinne eines neuzeitlichen und aufklärerischen Nominalismus, der vielleicht bei Kant dann tatsächlich irgendwie seinen radikalen Durchbruch bekommt, das sein, was die Menschen als die Räume ihrer Erfahrung auslegen. Also das darf sein, auch nicht sein. Denn das Problem der zuletzt genannten Tradition liegt darin, nur noch demjenigen Sein zuzusprechen, was in den Koordinatensystemen diverser Begriffsschemata als klar definierte Objekte der Erfahrung auftaucht. Und das ist bei Kant sicher ganz klar, aber das ist auch bei einem Ontologen wie Quine sehr deutlich, weil tatsächlich geht es da dann darum, nur Erkenntnistheorie und irgendwie auch Philosophie nur noch als Teilbereich der Naturwissenschaften auszulegen. Das möchte Heidegger ja gerade auch nicht. Also weder Sein als Metaobjekt, wo die Götter oder die Ideen liegen, noch Sein als einfach nur der Bereich unserer Erfahrungen oder Objekte der Erfahrung, über die wir wissenschaftlich oder logisch quantifizieren können. Denn wenn wir diesen letzten Weg gehen, also quasi das Sein ist nur etwas, über das wir gegenüber Objekten der Erfahrung Sinnvolles sagen können, dann kommen wir nämlich, wenn wir diesen Weg gehen, am Ende zu einer Position, die der von mir verehrte amerikanische Philosoph Alex Rosenberg so treffend auf den Punkt bringt in seinem Buch, populären Buch The Atheist's Guide to Reality. Dort behauptet nämlich Rosenberg, dass nur noch eigentlich quasi Elektronen die einzigen Objekte sind, die tatsächlich existieren, also die man wirklich irgendwie, von denen man wirklich wissenschaftlich behaupten kann, dass das tatsächlich Objekte sind. Demzufolge dann aber so andere Objekte oder Begriffe wie Moralität, freier Wille, Gott oder die menschliche Seele überhaupt keine Bedeutung mehr haben. Im Mittelpunkt des heideggerschen Denkens steht also nicht das individuelle Subjekt, sondern eben das Sein selbst. Deswegen will er ja nicht einfach nur eine Subjektphilosophie entwerfen. Und wir sind unter anderem bei diesem Sein immer schon, weil die Welt um uns zuhanden ist. Und diesen Gedanken entfaltet er dann unter anderem in seiner Rede von dem Zeug im berühmten Paragraphen 15. Und damit Sie mal was von Zeug gehört haben, möchte ich kurz darauf eingehen. Sie werden merken, die Argumente, klassisch so im heideggerschen Duktus, es geht um Existenzialien, da geht es um Erfahrungen, die wir eigentlich alle ganz gut kennen. Paragraph 15. Erst einmal beginnt Heidegger mit dem Hinweis, dass die Griechen, also Griechen, antiken Griechenland, für das Wort Ding den Terminus Pragmata gebrauchten und damit einen besorgenden Umgang betonten. Heidegger versucht nun genau diesen pragmatischen Umgang wieder zu beleben bzw. darauf zu reflektieren, um deutlich zu machen, ja, tatsächlich ist es das auch, was die Art und Weise, wie wir mit Dingen umgehen. Und deswegen spricht er nicht von den Dingen, mit denen wir umgehen, sondern vom Zeug. Er erwähnt beispielhaft Schreibzeug, Nähzeug, Werkzeug etc. und spricht sogar davon, dass dasjenige, was das Zeug zum Zeug macht, seine Zeughaftigkeit ist. Und nun sagt er, um diesen abstrakten Begriff der Zeughaftigkeit zu erklären, Folgendes. Erstes Zitat. Ein Zeug ist streng genommen nie. Zum Sein von Zeug gehört je schon immer ein Zeug Ganzes, darin es dieses Zeug sein kann, das es ist. Zeug ist wesenhaft etwas um zu, also etwas um zu. Die verschiedenen Weisen des Umzu, wie Dienlichkeit, Beiträglichkeit, Verwendbarkeit, Handlichkeit, konstituieren eine Zeugganzheit. In der Struktur Umzu liegt eine Verweisung von etwas auf etwas. Schreibzeug, Feder, Tinte, Papier, Unterlage, Tisch, Lampe, Möbel, Fenster. Diese Dinge zeigen sich nie zunächst für sich, um dann als Summe von Realem ein Zimmer auszufüllen, sondern diese Dinge, so verstehe ich ihn, zeigen sich immer in bestimmten Gebrauchskontexten.
etwas komplizierter gesagt oder abstrakter gesagt, dann könnte man das so übersetzen: Jedes Ding im Alltag ist Teil einer Semantik pragmatischen Umgangs. Auf die müssen wir aber nicht permanent reflektieren, weil unser Körper unmittelbar eintaucht in die Welt diverser Besorgungen. Erinnern Sie sich nochmal an Husserls Beispiel vom Rednerpult? Ich glaube, das hatte ich in der allerersten Vorlesung einmal erwähnt, welches ich immer nur von einer bestimmten Seite aus betrachten kann, dessen andere abgewandte Seiten ich jedoch in meiner wechselnden Wahrnehmungsperspektive permanent komplementiere, ohne mir dessen bewusst zu werden oder ohne darauf zu reflektieren. Also ich trete in den Raum dieses Hörsaals und muss nicht erst überlegen, hat dieses Pult, das ich nur von einer Seite sehe, tatsächlich auch eine Rückseite. Auf diesen Gedanken komme ich gar nicht, weil ich auch das, was ich nicht sehe, sofort komplementiere mit dem, das muss es geben. Die Selbstverständlichkeit dieser Art Umgang, also auch der permanenten Komplementierung von dem, was wir nicht sehen, in einen Raum der Kohärenz, ergibt sich aus der Selbstverständlichkeit einer ganzen Bedeutungswelt, und diese Bedeutungswelt ist nicht nur eine Bedeutungswelt meines Blicks, wo ich etwas erkenne und dann komplementiere, sondern eben auch in der Art und Weise, wie mir die Dinge in bestimmten Abläufen und Praktiken, wie Heidegger sagen wird, zuhanden sind. Eben als Teil eines Zeugganzen. Das Zeug Ganze klebt am einzelnen Zeug und deshalb ist, wie Heidegger sagten wird, zuhanden. Der Tisch ist mir nicht als Objekt gegenüber. Und jetzt muss ich mir die Frage stellen, wie komme ich zu diesem Objekt, sondern ich bin permanent im Umgang mit ihm, ich reflektiere nicht darauf. Heidegger erläutert das am Beispiel des Hammers, auch ein berühmtes Beispiel, deswegen erwähne ich es. Zitat: Das Hämmern selbst entdeckt die spezifische Handlichkeit des Hammers. Die Seinsart von Zeug, in der es sich von ihm selbst her offenbart, nennen wir die Zuhandenheit. Und das ist die Art und Weise, wie wir immer mit den Dingen umgehen. Sie sind uns immer schon zuhanden, sie sind uns nicht in dem Sinne vorhanden, dass sie mir gegenüberstehen, sondern sie sind mir sofort begrifflich zuhanden, wie zum Beispiel dieser Pointer mir etwas ist, das sich mir ganz automatisch in die Hand legt. Zur Irritation kommt es, wenn eben plötzlich ein Ding nicht mehr funktioniert und dann ist in den Modus der Aufdringlichkeit quasi trägt und dann passiert das, was er hier sagt. Plötzlich ist etwas vorhanden, weil etwas nicht mehr funktioniert. Unterbricht ein Zusammenhang der Zuhandenheit, dann gibt es so etwas wie einen kleinen Fehler in der Matrix, die Textur des Umgangs wird unterbrochen und eine Aufdringlichkeit macht sich kund. Das, was zuhanden ist, wird plötzlich vorhanden. Aber diese Aufdringlichkeit ist eher etwas Sekundäres, denn wir bewegen uns immer schon in einer Semantik, von der aus ich in der Regel weiß, wo die Türklinke ist, wie schwer sie ist, wenn ich sie eventuell herunterdrücken muss, oder wie zum Beispiel, wie hoch die Tritthöhe der Treppe ist. Auch da überlege ich nicht erst, sondern gehe einfach die Treppe hoch. In diesem Sinne ist dann auch zum Beispiel die Tasse, die bei mir auf dem Schreibtisch steht, immer schon Teil von mir, wenn ich sie zum Trinken an meine Lippen setze. Ich muss die Tasse nicht erst als Tasse kontemplieren, vielmehr streckt sie mir, also jetzt auch etwas übertrieben gesagt, als anderes meiner selbst einen potenziellen Handlungsablauf entgegen. Und in diesem Sinne bin ich immer auch schon sinnbildlich gesprochen im Objekt und das Objekt in mir. Ein gutes Beispiel dafür, für diese Phänomene, also wie mir tatsächlich die Dinge Optionen oder Handlungsoptionen entgegenstrecken, ohne dass ich das reflektieren muss, ist vielleicht die Erfahrung des Einparkens eines Autos. Ich glaube, wir haben alle schon einmal diese Erfahrung gemacht, wenn plötzlich die Grenzen unseres Autos zu den Grenzen unseres Körpers werden. Dann erleben wir nämlich beim Einparken, dass unser Bewusstsein quasi sich wie ein Wahrnehmungsschild über die Grenzen der Karosserie des ganzen Autos hinweg zerstreut. Selbst wenn wir dann unsere Stoßstange nicht sehen, entwickeln wir ein Gespür für diese Grenze oder zumindest versuchen wir sie auszumessen und denken dann auch tatsächlich, also jetzt muss ich das gleich berühren, und es ist dann fast so die Erfahrung, jetzt muss ich gleich mit meinem Finger irgendwie das nächste Auto berühren, aber es ist nicht mein Finger, sondern es ist halt die Stoßstange, auf die ich mich bewusst mit meinem Bewusstsein so projiziere, als sei das Auto quasi der Außenraum meines Subjektseins. Bewusstsein leistet in dieser Situation dann eine Sonderform dieses in der Weltseins als in einem Auto sitzend in der Weltsein und einparken. Unser Bewusstsein tut das ganz automatisch, so wie für den Blinden, der Blindenstock nicht einfach ein Medium
zwischen der Hand und dem Boden ist, sondern quasi selber zur Hand wird. Es ist dieselbe Erfahrung, wie wenn ich mit einem Finger über eine Holzfläche fahre, hier jetzt vielleicht über die Holzfläche des Pultes, und nur die Holzfläche spüre, nicht aber meinen Finger. Ähnlich nimmt auch der Blinde mit seinem Blindenstock die Straßenoberfläche direkt wahr und nicht den Stock. Vielleicht kennen Sie den netten Film Being John Malkovich. Der Film beschreibt nämlich, also unter anderem, das Leben in einem geheimen Stockwerk, wo alle Alltagsmaße auf Lilliputanergröße geschrumpft sind. Die Menschen laufen gebückt durch die Räume und stehen sich auch permanent gebückt gegenüber. Und wir finden das lustig, weil der Film nur zeigt oder offenlegt in der Art und Weise, wie er die Alltagswelt verfremdet, wie anthropozentrisch unsere Alltagswelt sowieso ist, ohne dass wir in der Regel überlegen müssen, dass ich mir die Stirn anschlagen könnte, wenn ich aus dem Fahrstuhl komme, oder dass ich mich nicht erst dessen versichern muss, dass an der Stelle einer Türklinke vor mir sich ein offenes Rasiermesser befindet. Heideggers Pointe besteht jetzt darin, zu sagen, dass die Dinge mir in dem Sinne zuhanden sind, bevor ich sie kategorial wahrnehme. Es geht auch um die Beobachtung, dass die Dinge sich quasi mir darbieten, habe ich jetzt gerade schon erwähnt. Das heißt, die Objekte, die unseren Körpern gegenüberstehen, reflektieren unthematisch, also unbewusst von uns, aus unserer Perspektive, mögliche Aktionen, die wir mit ihnen ausüben können. Die Tasse vor mir auf dem Tisch bietet sich mir als Option einer Handlung. In diesem Sinne kann man sagen, zeigt sich etwas, dem gegenüber ich intentional geneigt bin, aber das Objekt scheint von sich auch schon auch intentional mir gegenüber geneigt sein, weil die Kaffeetasse eine Handlungsoption bietet, die ich fast unbewusst ausführen kann, wenn ich einen Schluck nehme. Ich möchte nochmal eine kleine Randbemerkung machen. Interessant ist doch, dass auch Heidegger in der Art und Weise, wie wir in einer Art vorsprachlichen und vorkognitiven Pragmatik quasi leben und uns dann erst reflexiv auf uns selbst beziehen, scheinbar immer nur von einer gesunden Psyche ausgeht. Und ich halte das in einem gewissen Sinne auch für einen Mangel von Heideggers Daseinsanalyse, also dass er immer doch eher in der Regel von einer gesunden Psyche aus seine Kategorien entwirft. Ihn interessiert also nicht das, was zum Beispiel Freud interessieren wird, nämlich wie es überhaupt zu einer solchen gesunden Psyche kommt, wie sie sich generierend entfalten muss, damit überhaupt dann so etwas wie ein Hammer zu einer Selbstverständlichkeit wird und eben dann in der Hand desjenigen, der den Hammer benutzt, auch tatsächlich seine Struktur einer Zuhandenheit findet. Es gibt nämlich kranke Psychen, wo genau dasjenige, was Heidegger hier so bewusst die bewusstseinslose Alltäglichkeit oder die Leichtigkeit unseres Seins nennt, eben überhaupt nicht problemlos ist, sondern wo Einzeldinge plötzlich eine brutale Aufdringlichkeit bekommen, wie dies René Magritte in einzelnen seiner Gemälde so wunderbar zeigt. Der französische Psychoanalytiker Jacques Lacan wird dann seinerseits offenlegen, übrigens, die haben sich beide gekannt, Lacan war ein großer Heidegger, Freund hat auch sogar einen Text von Heidegger übersetzt oder im ansatzweise übersetzt. Heidegger hatte Lacan einmal auf seinem Landgut besucht, also die kannten sich. Ich erwähne es nur, weil eben Lacan eigentlich eine Subjektphilosophie ganz anderer Art entfaltet, nämlich offenlegt, dass das, was Heidegger für so selbstverständlich und harmlos als ein In-der-Welt-Sein beschreibt, auf einem ziemlich komplexen und teils traumatischen Entwicklungsprozess beruht, der unter anderem damit beginnt, dass sich zum Beispiel ein Kleinkind überhaupt erst einmal von der Mutterbrust trennen kann, damit dann auch über diese Art von Trennung eine Objektwelt sich langsam aufbaut. Wenn es nämlich in frühkindlichen Stadien zu gravierenden Problemen in diesen Entwicklungen kommt, also wie sich überhaupt eine Objektwelt quasi als das andere des Subjekts entfalten kann, dann zeigen sich nämlich ganz andere Weltzugänge, die uns an die furchtbarsten Gemälde von Hieronymus Bosch erinnern lassen, und an die wir manchmal in unseren Träumen erinnert sind. Denn der psychisch Kranke lebt gerade nicht im Sinne von Heideggers Dasein, als im Sinne eines in der Welt sein, sondern er lebt in einer Welt, von der er nur davon träumen kann, in der Welt aufzutauchen, weil die Welt ihm so fremd ist, dass er nicht darin zu Hause ist. Will ich nur mal thematisiert haben, dass Heidegger dafür gar keine Fragestellung hat. Also er geht immer von einer normalen, gesunden Psyche aus, während die Psychoanalyse erstmal untersucht, also wenn es diese Fehlläufe gibt, was sagt uns das über die Art und Weise, wie die Psyche sich in ihrer Welt verortet? Aber es ist natürlich eine ganz andere Fragestellung.
Noch einige Anmerkungen zum Paragraphen 17. Die Bedeutung dieses Paragraphens besteht darin, nochmal aufzuweisen, inwiefern die Möglichkeit einer direkten Begegnung mit dem Ganzen von Welt auch das, unseren Umgang mit Zeichen betrifft. Und das wird durch folgendes Beispiel deutlich. Ich zitiere: An den Kraftwagen ist neuerdings ein roter drehbarer Pfeil angebracht, dessen Stellung jeweils zum Beispiel an einer Wegkreuzung zeigt, welchen Weg der Wagen nehmen wird. Die Pfeilstellung wird durch den Wagenführer geregelt. Dieses Zeichen ist ein Zeug, das nicht nur im Besorgen, Lenken des Wagenführers zuhanden ist, auch die Nichtfahrenden und gerade sie machen von diesem Zeug Gebrauch, und zwar in der Weise des Ausweichens nach der entsprechenden Seite oder des Stehenbleibens. Dieses Zeichen ist innerweltlich zuhanden im Ganzen des Zeugzusammenhangs von Verkehrsmitteln und Verkehrsregelungen. Zitat Ende. Und dann noch wenig später im Anschluss daran schreibt er, eigentlich erfasst wird das Zeichen gerade dann nicht, wenn wir es anstarren, als vorkommendes Zeigding feststellen. Selbst wenn wir der Zeigrichtung des Pfeils mit dem Blick folgen und auf etwas hinsehen, was innerhalb der Gegend vorhanden ist, in die der Pfeil zeigt, auch dann begegnet das Zeichen nicht eigentlich. Ich muss den Pfeil sowohl am Wegrand oder diesen Zeigepfeil an dem Wagen nicht erst kontemplieren, um zu begreifen, denn wenn ich das tue, dann falle ich tatsächlich heraus aus dieser Zuhandenheit, in der ich eigentlich mit Zeichen erst einmal umgehe. In den Paragraphen 19 bis 21 entfaltet Heidegger schließlich seine sogenannten Existenzialien, auf einige sind wir schon eingegangen. Diese sind für Heidegger so etwas wie die formalen Strukturen des Existierens, natürlich immer aus der Perspektive des menschlichen Daseins, jetzt nicht aus der Perspektive normaler, quasi kategorial bestimmbarer Objekte in der Erfahrung. Er rechnet dazu, Sie sehen es hier anprojiziert, in der Welt sein, die Rede oder das Aufgehen in der, einer Welt des Mann, darauf komme ich gleich noch zu sprechen, Sorge, Befindlichkeit, Angst, Verfallenheit und Rede. Ich glaube, auf einige der Motive werde ich noch zu sprechen kommen in den nächsten Vorlesungen. In einer genauen Analyse unseres Alltags zeigt er also auf, wie wir an diesen Existenzialien oder in diesen Existenzialien aufgehen. Existenzialien sind fast Bewegungsbegriffe, jetzt gar nicht so Kategorien, mit denen wir die Dinge in Raum und Zeit verorten. Wir stoßen auf sie in der Analyse verschiedener Praktiken. Heidegger hebt dabei die Existenzialien eben, wie ich hier schon erwähnt habe, gegen die Kategorien ab, die die Bestimmung des nicht daseinsmäßigen Seienden, wie Heidegger sagt, das heißt der Naturdinge sind. Dadurch spricht er den Kategorien, den traditionellen Kategorien hier, jetzt habe ich Ihnen eine Kategorientafel von Aristoteles anprojiziert, gibt aber auch noch eine berühmte von Kant, hier Substanz, Akzident, Quantität, Qualität etc. Er spricht, also Heidegger spricht genau diesen Kategorien die Zuständigkeit für die Theorie des Daseins ab. Die Kategorien helfen uns, die Dinge zu bestimmen, aber da das Sein kein Seiendes ist und Sein, Dasein in einer Korrelation stehen, kann jede Analyse des Seinsbegriffs nicht mit dieser Art von Kategorien arbeiten. Auf die Kritik an Descartes verzichte ich jetzt hier an dieser Stelle und gehe gleich auf Heideggers Analyse des sogenannten Mann. Heidegger untermalt hier, inwiefern das Ich immer eingebunden ist in eine Sozialstruktur, die nicht hinterfragt werden kann. Deswegen schreibt er, erstes Zitat, die Klärung des In-der-Welt-Seins zeigt, dass nicht zunächst ist und auch nie gegeben ist ein bloßes Subjekt ohne Welt. Und so ist am Ende ebenso wenig zunächst ein isoliertes Ich gegeben ohne die anderen, Zitat Ende. Es geht Heidegger dabei, unser Alltagsverständnis aufzubrechen, als quasi autonome Wesen, die anderen Menschen gegenüberstehen, sondern er weist uns darauf hin, dass die Art und Weise unseres Daseins immer schon in einem Wechselverhältnis zum Dasein anderer Menschen eingebunden ist. Deswegen das zweite Zitat. Im Sein mit und zu anderen liegt demnach ein Seinsverhältnis von Dasein zu Dasein. Dieses Verhältnis, möchte man sagen, ist aber doch schon konstitutiv für jedes eigene Dasein. Heidegger möchte mit diesem Satz sagen, dass ebenso wenig wie wir uns fragen müssen, wie wir vom Denken und Sprechen aus zur Welt kommen, da wir immer schon
in der Welt, durch ein in der Welt sein kontaminiert sind und mit ihr zu tun haben. Ebenso wenig müssen wir uns fragen, wie wir zum anderen kommen und diesen erkennen oder diese erkennen, weil diesem Verhältnis immer schon ein Selbstverhältnis vorhergeht. Schon allein die Unterscheidung zwischen einem Weltbezug und einem Bezug zu anderen, die Heidegger hier unternimmt, ist eine künstliche Unterscheidung. Weil, wie wir ja am Beispiel des Hammers erfahren haben, jedes Zeug immer schon auf einer ganz ihm zugehörigen kollektiv geprägten Verwiesenheit mit Lebenspraktiken verweist und in diesen Lebenspraktiken sind immer auch schon die anderen mit dabei. Oder anders gesagt, der andere begegnet uns ja auch schon bereits im Zeug. Die Werkwelt des Handwerkers ist immer schon eine Welt, in der ihm, dem Handwerker, die anderen mitbegegnen, obwohl diese anderen selbst direkt nicht anwesend sein müssen. Selbst das Alleinsein des Daseins ist, wie Heidegger sagt, ein Mitsein in der Welt. Und in diesem Zusammenhang macht er eine schöne Beobachtung. Die anderen, also von den anderen zu sprechen, besagt nicht so viel wie der ganze Rest der Übrigen außer mir, aus dem sich das Ich heraushebt. Die anderen sind vielmehr die, von denen man selbst sich zumindest nicht unterscheidet, unter denen man auch ist. Die kollektive Dimension des Daseins ist eben diejenige, oder bringt das zum Ausdruck, dass ich ohne den Fremdbezug überhaupt keinen Selbstbezug haben kann, weil ich nur über eine von anderen mitgestaltete und durch andere vermittelte Außenwelt dann auch zu mir selbst gelange. Insofern rechnen wir uns immer schon zu den anderen und sogar noch mehr. Wir können uns regelrecht begeistern lassen, genau zu diesen anderen als Kollektiv zu gehören, wie hier vielleicht diese Massenaufmärsche verdeutlichen, die tatsächlich ein Pathos des Mann zum Ausdruck bringen und das meine ich jetzt gar nicht kulturkritisch, obwohl diese Bilder eventuell nicht sehr positiv besetzt sind, sondern auch als eine Freude des Subjekts unterzugehen in einer Welt mit den anderen. Heidegger möchte aber jetzt gar nicht so sehr die Welt der anderen nur als diejenige beschreiben, wie es vielleicht diese Bilder zum Ausdruck bringen, also die Welt, in der ich quasi ein Ornament der Masse werde, sondern Heidegger möchte im Gegenteil uns nahelegen, dass diese Welt des Manns uns auch gerade in unseren intimsten Regungen und Fantasien bestimmen mag. Im Mann aufzugehen ist dann einerseits gut, weil es mich vom Zwang befreit, permanent authentisch ich selbst sein zu müssen, aber zeitgleich birgt die Welt des Mann die Gefahr, tatsächlich in der Welt als eine Art Asset oder Lebensschablone, als sogenanntes so-called Life unterzugehen. Wir genießen und vergnügen, wie Mann genießt. Wir lesen, sehen und urteilen über Literatur und Kunst, wie Mann sieht und urteilt. Wir ziehen uns aber auch vom großen Haufen zurück, wie Mann sich zurückzieht. Wir finden empörend, was Mann empörend findet. Das Mann, das kein Bestimmtes ist und das alle, auch zwar nicht als Summe sind, schreibt die Seinsart der Alltäglichkeit vor. Ich denke, ein wunderbares Beispiel aus unserem Alltag, der Unterhaltungskultur, wo man dieses Mann wirklich besonders gut beobachten kann, ist das Lachen vom Band bei Nachmittagsserien. Ich denke, das kennen Sie alle. Was ist so lustig an diesem Lachen vom Band und warum stört es uns eigentlich in der Regel nicht? Nun, ich denke, es stört uns deswegen nicht, weil das Lachen vom Band uns die Last abnimmt, auf mittelmäßig lustige Witzchen tatsächlich lachen zu müssen und trotzdem dann am Ende der Serie zu sagen, es war ja doch ganz unterhaltsam. Das Mann lacht dann quasi an unserer Stelle, eben vom Band, und ich bin fast dankbar dafür, denn die Witze, die ich in dieser Nachmittagsserie höre, sind eigentlich unter meinem Niveau. Sie sind aber eventuell nicht unter dem Niveau, wenn ich Teil dieses Manns bin und dann kann ich sagen, ja wirklich total lustig, muss aber kein einziges Mal lachen, bin aber trotzdem gut unterhalten. In diesem Sinne merken Sie, ist dann tatsächlich das Mann so etwas wie eine Entlastung und auch darum geht es, Heidegger eben deutlich zu machen, also das Aufgehen in der Mann, im Mann ist eine Existenzbedingung, gleichzeitig aber auch ein Ort, wo das Subjekt dann eventuell merkt, immer auch mehr zu sein als dieses Mann. Ich möchte am Schluss dieser Sitzung noch kurz erwähnen, dass Heideggers Existenzanalysen, die das Subjekt in Praktiken des Zuhandenen und Vorhandenseins von Objekten stellt, auch in ganz anderen Forschungen der Gegenwart eine eigenständige Renaissance erfahren hat. Ich möchte hier zwei Autoren nennen, unter anderem den französischen Soziologen und Theoretiker Bruno Latour
der eine sogenannte Agent Network Theory entfaltet hat, und den Kulturtheoretiker Graham Harman, der eine an Heidegger ausgelegte objektorientierte Ontologie vertritt und der ein ganz schönes Heidegger-Buch geschrieben hat, nämlich hier auf der Seite links, projiziert Tool Being. Bruno Latour, hier rechts im Bild, geht einen entscheidenden Schritt über Heidegger hinaus, denn so wie Dasein und Sein des Heidegger zufolge in unschärfer Relation steht, das betrifft ja sozusagen die ontisch-ontologische Differenz, und das Dasein quasi immer in teils ziemlich zufälligen Stratifikationen von Bezügen aller möglicher Dinge steht, sei es zum Beispiel der Hammer in der Hand, so betrifft dies Bruno Latour zufolge alle möglichen Dinge untereinander. Und ich erwähne das nur, weil Bruno Latour eigentlich eine Existenzanalyse darlegt, in der der Mensch tatsächlich ein sekundärer Effekt ist, weil es erstmal darum geht, wie sich Dinge aller Art zueinander verhalten. In diesem Sinne löst Bruno Latour die sozialen Netzwerke, in denen wir leben, uns bewegen und sind, von uns Menschen als autonome Wesen ab. Netzwerke beziehen sich auf andere und interagieren mit ihnen und bilden Objekte nur in diesen Interaktionen. Das heißt, also hier sind Objekte nur dasjenige, was als Kollateraleffekte von Interaktionen zwischen verschiedenen Netzwerken dann als Objekte sich herauskristallisiert. Das sind teilweise abstrakt verwirklichte Objekte, zum Beispiel in Verträgen, aber eben auch Material, sich beispielsweise in Computernetzwerken ausstreckende Objekte. Sie erinnern sich, Heidegger hatte eine solche Interaktion von Seiendem oder von seienden Dingen eigentlich ausgeschlossen, weil ihm zufolge Dinge in Raum und Zeit, er erwähnt Stuhl und Wand, sich nicht berühren oder begegnen können. Latour aber behauptet, dass es strikt gesehen nur diese Bezüge gibt. Und damit löst er eigentlich sozusagen alles Human-Menschliche irgendwie aus diesen Bezügen, um die es Heidegger eigentlich geht. Das hat Debatten in den letzten 10 Jahren animiert, Fragen der Ontologie ganz vom Menschen abzukoppeln und eigentlich eine anti-anthropozentrische Ontologie oder anti-anthropozentrische Ontologien zu entwerfen. Und beide Autoren tun das auf ihre Art und Weise. Auch Markus Gabriels Sinnfeld-Theorie, von der Sie vielleicht schon etwas gehört haben, kann man auch dieser Tradition eigentlich zuzählen. Denn ihm geht es eigentlich auch darum, den Begriff der Existenz aus dem Verhältnis von Menschen und Objekten herauszulösen. Bruno Latour geht dann so weit zu behaupten, dass Objekte im strikten Sinne gar nicht existieren, also jedenfalls nicht so, wie wir uns im Alltag das vorstellen. Was existiert, sind die Interaktionen, die Objekte dann erst zu dem werden lassen, was sie sind, eben nur Effekte von Interaktionen. Vielleicht mag das jüngste Beispiel der missglückten Bildung einer sogenannten Super League im Fußball ein ansprechendes Beispiel sein. Aus der Perspektive einer Agent Network Theory wäre nämlich die Frage falsch gestellt, ob die betreffenden Manager jetzt einfach nur aus Habgier versucht haben, mit ihren Clubs der Superreichen einen neuen Club zu gestalten. Man könnte ja auch sagen, sie wollten tatsächlich einfach nur ein neues Objekt unter alten Objekten schaffen, ein Objekt, das ihren Interessen mehr entspricht, als es die alten Netzwerke angeblich bisher unter den Existenzbedingungen bisheriger Objekte geleistet haben. In diesen Fällen haben wir regelrecht einen Krieg der Netzwerke erlebt, der darüber zu entscheiden sucht, welche Objekte über die Existenz anderer Objekte entscheidet. Und heute wissen wir, dass das Objekt einer Super League eine Idee bleiben wird, weil andere Objekte in ihren angestammten Netzwerken ihren eigenen Objektstatus in Gefahr sahen und heftig verteidigen konnten. Unter dieser Perspektive spielen individuelle Interessen kaum noch eine Rolle, weil es tatsächlich anonyme Interessen dieser Netzwerke gibt oder anders gesagt Überlebensstrategien von Megaobjekten, die ihre Konsistenz nur in sich ständig wechselnder Beziehung mit anderen Megaobjekten erfahren. Demzufolge ist dann eine Kaffeetasse genauso ein Objekt, wie die Bundesliga ein Objekt ist, obwohl dies ein Netzwerk von Agentinnen und Agenten ist und kein klar an einem Ort und Raum oder in einer Zeitsumme bestimmtes Objekt wie eben die Kaffeetasse vor mir. Aber auch die Kaffeetasse kann sich als Objekt erst verwirklichen, wenn sie irgendwo in Bezug zu mir auftaucht und zum Beispiel nicht hinter meinem Schreibtisch gefallen ist, denn dann ist sie genauso nichtig und bedeutungslos wie, keine Ahnung, der Staub, der um diese Kaffeetasse dann eventuell sich angesammelt hat. Ein weiterer Autor, wie ich jetzt gerade schon erwähnt habe, ist eben Graham Harman,
der war hier auf einer Konferenz oder zweimal schon zu Gast an der Hochschule für Philosophie. Ihm zufolge hat sich die Philosophie beinahe ausschließlich aus der Sicht des Menschen mit der Subjekt-Objekt-Beziehung auseinandergesetzt, damit aber unterlassen, über eine Objekt-Objekt-Beziehung nachzudenken. Und das möchte er tun, weshalb er als Begründer einer sogenannten objektorientierten Ontologie Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Aber ich will nicht verheimlichen, er ist auch sehr umstritten. Dennoch schreibt er sehr gut und man kriegt auch sehr genau mit, was eigentlich sein Anliegen ist. Und man kriegt auch mit, wie er von Heidegger herkommend quasi Daseinsanalyse in Objektanalyse, aber mit eigentlich Heideggers Intuitionen weiterentwickelt. Unter anderem schreibt er deswegen, Zitat, anprojiziert, die objektorientierte Philosophie folgt einem einzigen zentralen Grundsatz, der Herauslösung der Objekte aus sämtlichen Wahrnehmungen und kausalen Beziehungen. Damit ergibt sich ein einziges Grundsatzproblem, wie entstehen überhaupt Beziehungen? Beziehungen sind das Gerüst der Dinge, die Verbindungen und der Kitt, die das Universum zusammenhalten. Ich verstehe ihn hier so, dass er sagen möchte, die Dinge sind allein primär durch ihre Beziehungen definiert und nicht durch ihren tatsächlichen in Raum und Zeit verortbaren Objektstatus, sondern tatsächlich Dinge sind das, mit denen permanent interagiert wird, beziehungsweise die mit anderen Dingen interagieren. Graham Harman entfaltet dann eine sehr metaphysische These, wenn er nämlich vom Rückzug von Objekten spricht. Und man weiß nicht genau, wie er es meint. Einerseits könnte man tatsächlich meinen, er spricht Dingen die Fähigkeit zu, in einen unbestimmten Ort ihres An-sich-Seins sich zurückzuziehen. Deswegen schreibt er, das ist hier das zweite Zitat unten, Entities must hold something in reserve behind their current relations. Also das müssen sie sein, sie dürfen nicht einfach nur Effekte ihrer Relation sein, sondern sie müssen zumindest gedanklich für uns Menschen mehr sein als das, damit wir überhaupt von diesen Objekten sprechen können und nicht nur von Relationen. Der Entzug bzw. dieser private Modus bestimmter Eigenschaften von Objekten hat für Harman die Konsequenz, dass die Objekte dem menschlichen Bewusstsein immer nur indirekt begegnen können. Dies ist für ihn die Voraussetzung, die dann erst Erfahrung entlang den Grenzen unserer Sinne und unserer kognitiven Fähigkeiten möglich macht. Aber er möchte eben auch darauf hinweisen, dass nicht nur wir immer nur indirekt mit den Objekten oder mit einem bestimmten Ausschnitt von Objekten interagieren und dabei verdrängen müssen, dass in den Objekten immer schon mehr ist, sondern er wird auch die These vertreten, dass die Objekte untereinander permanent in Ausschnitten zueinander stehen, gleichzeitig aber immer noch eine Art an sich in sich verbergen, das immer mehr ist als das, was in den Relationen zum Ausdruck kommt, weil durch neue Relationen ganz neue Eigenschaften dieser Objekte dann entstehen können. Menschen, und deswegen erwähne ich das dann nur nochmal, um deutlich zu machen, also wie es einerseits etwas mit Heidegger zu tun hat, andererseits irgendwie aber auch deutlich über Heidegger hinausgeht, Menschen sind dann eben nicht mehr in erster Linie von ihrem Dasein in Abgrenzung zu anderen Seienden ontologisch zu differenzieren, das wäre Heideggers Position, sondern eben auch Objekte, wie auch abstrakte Entitäten, haben selbst eine Art daseinsähnlichen Status. Nicht aber deshalb, weil sie Gefühle oder existenzielle Ängste hätten, das wäre natürlich absurd, sondern weil sie sekundäre Effekte von Interaktionen mit anderen Objekten sind. Objekte, das sehen Sie, treten quasi immer nur in Wechselbeziehungen hervor, wenn sie durch andere Objekte in bestimmte Eigenschaftsbündel gezwungen werden. Und das ist nicht so absurd, wie es erscheinen mag, weil wir tatsächlich selbst erleben, inwiefern zum Beispiel ein klassisches Objekt wie eine Kaffeetasse plötzlich ein anderes Eigenschaftsbündel annehmen kann, wenn ich damit jemanden, keine Ahnung, auf den Kopf haue. Plötzlich ist dann die Tasse eventuell zu einem Mordinstrument transsubstantialisiert. Das heißt, sie hat Eigenschaften offenbart, die scheinbar in der Kaffeetasse auf meinem Schreibtisch in sich verborgen waren, ohne dass mir diese Eigenschaften irgendwie im alltäglichen Umgang bewusst waren. Sie werden sagen, und wahrscheinlich zu Recht, dass Harman tatsächlich hier uns mit einer fast wahnwitzigen Ontologie konfrontiert, weil wir plötzlich in einem Universum leben, das jetzt nicht mehr von der Distinktion Dasein-Seiendes lebt, sondern wo quasi unendlich viele Daseinende auch auf Objektebene zueinander stehen. Und man plötzlich den Eindruck hat, man ist in einem Universum Leibnizischer Monaden, in dem alle Objekte quasi wie kleine Seelen zueinander stehen, aber tatsächlich mir überhaupt keine Ordnung mehr in diesen Dschungel von Objekten und Relationen hineinlegen können. Aber unter anderem ist das ein Ziel von Harman eben, um
aus der Anthropozentrik des Menschen auf des Menschen und der Wahrnehmungsfrage von Objektivität durch die menschliche Wahrnehmungsstruktur diese Art der Subjekt-Objekt durch Dichotomie zu hinterfragen. Hamann schreibt: Damit das Feuer Baumwolle verbrennen kann, braucht das Feuer auf die meisten Eigenschaften der Baumwolle nicht zu reagieren. Ihr Geruch und ihre Farbe sind für das Feuer irrelevant. Das Feuer wird die Baumwolle aufgrund ihrer brennbaren Eigenschaften verbrennen, was auch immer das sein mag. Und hier finden wir auch das anti-heideggerianische Erbe und das Husserlsche Erbe von Hamann in dem Wunsch, essentielle Eigenschaften der Dinge zu postulieren, auch wenn diese essentiellen Eigenschaften nie etwas sind, das wir begrifflich definieren können. Und in dem Sinne ist es natürlich eine klassisch metaphysische These, aber scheinbar rein materialistisch ausgelegt. Das zweite Zitat unten: Die Dinge existieren nicht in Relation, sondern in einer seltsamen Art von Vakuum, aus dem sie nur teilweise in Relationen auftauchen. So viel für heute. Ich hoffe, ich habe den Bogen Ihrer Aufmerksamkeit nicht überspannt, aber mir war wichtig, darauf hinzuweisen, dass Heidegger eben auch in zeitgenössischen Debatten, wenn auch gegen seine Intuition, zumindest immer wieder mal rezipiert wird und tatsächlich seine Aktualität nicht verloren hat. Bis zur nächsten Sitzung.